So, hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir haben Punkt 22 Uhr an Tag 14, das heißt die Tag 14 Horde kommt jetzt. Wir sind mehr oder weniger schlecht vorbereitet, deswegen habe ich jetzt auch erstmal hier angehalten. Denn wir werden jetzt sofort auf unseren Turm gehen müssen und gegen die Zombies kämpfen müssen. Wir haben nicht wirklich viel Munition. Ich hoffe, es wird reichen, weil sonst müssen wir uns doch irgendwie mit der Axt noch helfen. Und ich hoffe, dass meine doch sehr dünnen Wände das Ganze aushalten. Okay, wie gesagt, wir werden jetzt sofort mit der Horde starten. Deswegen erstmal das anhalten. Und dann sage ich, es geht los. So, von wo kommen sie? Da kommen schon die ersten Hunde. So, es funktioniert einwandfrei. Ah, nicht alle auf einen Fleck, bitte. Meine Pfosten halten leider nicht ganz so viel aus, muss ich sagen. So, sie kommen alle von da und es sind eine ganze Menge. Ach du Scheiße. Okay, wir nehmen erstmal das Scharfschützengewehr, damit können wir am besten wahrscheinlich aufräumen. Meine Spitzen halten auch nicht so viel aus. So, immerhin haben wir da 183 Schuss. Das war allerdings reiner Zufall und nicht geplant. Denn die haben wir in... So, nächster. Denn die haben wir in einer Schatzkiste gefunden. So, hier darf ich nicht runterfallen. Ja, wir sind Level 44, deswegen fällt die Horde doch recht stark aus, muss ich sagen. Na, das gibt's doch nicht. Die müssen tot sein. Nee, nicht. Doch, ist tot. Kollektives Massensterben. Oh, bis jetzt. Du bist nervig, Köter. Bis jetzt hält's ganz gut, muss ich sagen. Solange ich die hier ein bisschen rumziehe, müsste es eigentlich gehen. Oh, der ist tot. Ist tot. Die ist tot. Ja, alles schön runter. Extrem viele Hunde. So, Level 45. Dann einmal mir bitte folgen. Darf nur nicht so weit kommen, dass die mir hier einen Betonpfeiler wegkommen. Sonst habe ich ein Problem, sobald die hier in der Basis sind. Denn ich habe noch keine Türen oder irgendwas anderes gebaut. So. Ruhe ist. Das sind so viele, da kann man ja fast treffen. Okay. Es läuft besser, als ich eigentlich gedacht habe. Ich habe gedacht, die überrennen mich gleich, aber... Bis jetzt geht's, muss ich sagen. Ich
So, Säulen sehen von hier aus noch halbwegs heile aus. Das. So, ich würde... Nein, würde ich nicht. Allerdings, wenn ich Wunderfall, war es das. Ah. So. Dann schalten wir einmal wieder auf Bogen, bevor ich hier noch meine komplette Munition verschieße. Wobei das mittlerweile echt so viele Leichen sind, dass es schwierig wird, die zu treffen. So, hier noch irgendwas. Hier liegen 10.000 Hunde. Und andere. So, das müsste der Großamtssturm gewesen sein. Das heißt, wir können uns einmal hier aufmachen, und zwar in den inneren Bereich. Und hier anfangen die Zombies so langsam nacheinander abzuarbeiten, die noch übrig sind. Ja, zum Beispiel... Ja, looten haben wir auch schon ein bisschen. Ich glaube, das war's sogar schon fast. 0:47. Gut, es ist einiges kaputt. So, der ist leer. Du bist mir erstmal relativ egal, solange du alleine bist. Na, nicht die eigene Basis zerstören. Immer Vorsicht. Ja, folg mir ruhig. So, und das ist dieser unglaublich schöne Vorteil an der Basis, denn man kann hier drin looten. Man wird nicht von den Zombies erwischt. Und sie sterben auch noch recht zügig an den Spikes. So, Hunde weg. Na, dich treffe ich nicht. So, nächster. Nächster. Was essen müssen wir auch noch haben. Wir haben gerade was eingesammelt. Den kennen wir schon. Das ziehen wir uns mal schnell rein. Dann gehen wir einmal den Loot wegpacken, den wir jetzt hier eingesammelt haben. Ah. Obwohl, wir haben auch noch dafür Munition. Ja. Hörst du auf, mein schönes Ding kaputt zu machen? Böser Zombie. So, und... Ja, der andere Vorteil an dieser Basis ist, wenn ich die ganze... diese ganze Spitze jetzt wieder verstärkt habe, beziehungsweise komplett repariert habe, dass ich jetzt auch machen darf, hält diese Basis normalerweise bis Tag 41 ohne Probleme jede Horde stand. Na, komm doch zu mir gekrochen, wenn du was willst. Sehe ich den Hund da raus? Wahrscheinlich nicht. Die backen sich mal gern ein bisschen fest. Zwischen den Spikes. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Metall habe ich leider keins mehr da. Ja, dich erwische ich immer dadurch nicht. Man könnte jetzt auch mit der Nahkampfwaffe natürlich draufschlagen. Aber ich bin nach wie vor eigentlich der Fernkämpfer. Ach, Kleber. Vielen Dank. Okay. Essen. Obwohl, unser Fleisch müsste eigentlich auch soweit fertig sein. Richtig. So, hier haben wir noch drei Gitter fertig. Upp. Dann bringen wir nämlich die hier noch an. Dann habe ich weniger Gefahr, dass ich runterfall.
Na, wirst du wohl. So und so. Dann fehlt mir noch eins. Jetzt zeitlich hier gesegnet. Oh, ein Licht. Na. Du musst natürlich genau dahin, wo noch ein toter Zombie liegt. War ja klar. Ich erwische nur den Zombie, der oben drüber liegt. Das hat so keinen Sinn. So, 2.54 Uhr. Dann machen wir das Ganze doch von innen. Da macht es, glaube ich, noch mehr Sinn. So, 15 Metall. Das schmelzen wir weiter ein. Sowas kann ich nicht einschmelzen, würde ich mal behaupten. Doch, ganze 3 Sekunden. Reicht nicht ganz. Naja, was soll's. Ich habe mein Zeug irgendwo rausgeschmissen. Das jetzt wiederfinde. So ist brav. So, Metallspitzen, nicht mal eine kaputt gegangen. Habe jetzt sogar mit mehr Widerstand gerechnet, muss ich sagen. Das ist aber nicht allzu schlimm. So, dann mache ich mir nämlich schon mal hier, während die Zombies noch oben wieder drüber sind, kann ich mich schon mal ein bisschen ans Sortieren machen. So, Klamotten, die bleiben hier drin. Das kommt alles raus, halt. Das zu Klamotten. Essen, 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 essen. Das gehört auch alles zum Essen. Eine 309er, die ist zwar besser als meine, die ich eingesteckt habe. So. Das ist alles Munition. Ah doch, das ist die richtige Kiste. So, da kommt das ganze Zeug rein. Dann haben wir noch 197 Beton. Wo habe ich denn den eingesammelt? Na? Ja, genau so. So ist am schönsten. Können wir hier eigentlich schon mal ein bisschen flicken, muss ich sagen. Da machen wir mal zu, da machen wir mal zu. Ah, und du müsstest schon der Letzte gewesen sein. Boah, die müssten nämlich eigentlich alle noch so verstärkt werden. Volltreffer. Durch den Pfosten. So, und das war's mit der Tag 14 Horde. Das hat doch noch alles funktioniert. Wenn auch leider wirklich auf den letzten Drücker. Aber ohne Probleme überlebt. So, und dann geht's einmal ans große Sortieren nämlich. So, alles raus, was wir nicht brauchen. Rezepte, hier brauche ich Waldboden. Wie lange dauert es? 99 Minuten. Naja, da haben wir ein bisschen Zeit für. Okay. Die Folge hat, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich das Ganze noch laufen lassen. Ich bin jetzt allerdings leider gezwungen, erstmal hier ein bisschen zu sortieren. Aber das gehört zur Horde selbst dazu. Das dürfte nicht das Riesenproblem darstellen. Oh, das geht sogar. So, davon brauche ich noch eins. Stahlschmieden müssen wir uns mal anschauen. Wir müssen uns aber erstmal hier wieder ein bisschen Grundzeug machen. Und zwar, da machen wir uns ein bisschen Pfeilspitzen draus. So. Dann
legen wir hier noch das Essen ab. Hier hin kommt das Verbandszeug alles rein. Ja, du eigentlich nicht. Du gehörst zum Händlerzeug dazu. So, was haben wir noch? Hier ist Munitionskiste. Da kommt erstmal das alles rein. So, die Taschenlampe auch. 500 Eisen. Die können wir eigentlich dann gleich wieder verwenden. Damit wir unsere Spitzen wieder dementsprechend in Ordnung kriegen. So. Dann hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Auch da rein. So, das kommt alles hierzu. Na, die Militärfasern auch. Das gehört noch zu Schusswaffen. Das hier rein. So, aus den Federn machen wir uns gleich wieder Bolzen. Haben sogar noch 124 Stück. Dafür haben wir aber fast bei mehr als 100 Scharfschützengewehrmunition verballert. Ist allerdings auch am effektivsten, muss man sagen. Na, dass du dir das nicht merken kannst. Nein! Na, wenn, dann bauen wir es schon richtig rum. Und zwar so. So, damit sind wir hier oben auch einmal komplett rum. Sehr, sehr schön. So, und der Rest müsste eigentlich alles Waffenteile sein, was wir jetzt hier noch haben. Waffen, 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 Waffen. Das kommt hier mal dazu. Die behalten wir auf jeden Fall mal. Das ist Futter. Und hier machen wir dann einmal schon mal eine Händlerkiste draus. So, und dann geht es eigentlich am weiteren Ausbau der Basis, beziehungsweise müssen wir extrem viel reparieren. Oh, die haben fast alle zerstört, muss ich sagen. Und das ist ordentlich angekratzt. Aber die müssen sowieso nochmal aufgewertet werden, dass sie nochmal ein bisschen mehr aushalten. Am besten dann, sobald ich Stahl habe, natürlich auch mit Stahl. Ah. War sogar noch eine Gans, so wie es aussieht. Restlinge sind allerdings alle kaputt. Oh, aber es reicht sogar fast für alle. So, ihr noch. Euch hat es am meisten erwischt. Okay, das war's, aber fast alle repariert bekommen. Auch nicht schlecht. Da kann die nächste Horde ja schon beinahe wieder kommen. Allerdings, wenn sie sich ein bisschen Zeit lässt, ist es nicht allzu schlimm. Okay. Wir werden das Ganze so machen. Und zwar, ich werde jetzt die nächsten Folgen damit verbringen, erstmal meine alte Basis abzureißen. Das heißt, ich werde hin und her fahren. Und das definitiv einige Male auch. Das werde ich wahrscheinlich offline machen, das Ganze. Das heißt, es wird einen halben Tag mal nichts passieren hier. Und es wird dann wahrscheinlich gegen, ja, 17 Uhr rum, müsste ich wahrscheinlich wieder da sein. 17 Uhr Ingame-Zeit würde es dann weitergehen. Dann würde ich mich aber mal auf den Weg in die Stadt selbst machen wollen. Und da ein bisschen weiter looten. So, das kommt alles hier rein, glaube ich sogar. Richtig. Ah, die können auch weg. Das tauschen wir so, so. Das schmeißen wir hier rein und die dahin. Ja, okay. So machen wir das Ganze. Eigentlich bin ich schneller, wenn ich hier rüber rausgehe, glaube ich. Das funktioniert auch, ohne dass ich mir was breche. Richtig. Dann benutze ich das Ding hier nur noch als Eingang. Auch nicht schlimm. Okay. Für diese Folge war's das. Ich hoffe, man hat jetzt ungefähr gesehen, wie ich mir die ganze Basis hier gedacht habe. Den Airdrop sammle ich noch ein. Der liegt nämlich gleich auf dem Weg und dann kann ich noch ein paar Federn sammeln.
Das werde ich dann offline machen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt so ein Zombie wäre. Ich habe seit gefühlt 150 Spielstunden ohne Witz keinen Bären mehr gesehen. Und jetzt dann gleich mal ein Zombie-Bär. Nicht schlecht. Ah, jetzt ruckelt's auch noch. Oh, ich habe echt ewig keine Bären mehr gesehen. Waren irgendwie wie aus dem Spiel rausgelöscht. Okay, also. Für diese Folge war's das dann erstmal wieder. Den Airdrop werde ich jetzt hier noch schnell öffnen, damit man das Ganze noch sieht. Vielen Dank fürs Zusehen. Das kennen wir schon alles. Nichts Neues. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!